Ja, servus von Hello again, jetzt wieder der Marty. Wir zocken den Franchise Hockey Manager 7. Unsere Karriere-Story: Wir sind Trainer von den Bietigheim Steelers, sind ein ganz unerfahrener Trainer, dürfen aber in der zweiten Liga schon spielen und müssen uns jetzt vorarbeiten zum 23.10.2020 zum Preseason-Start. Wir sind im Moment am 6. September, also noch etwas mehr als ein Monat. Das heißt, wir werden heute auch kein Spiel machen, aber ich simuliere jetzt mal vor und erzähle jetzt irgendwas, und zwar von den Eishockeyspielen. Ich habe ja noch den Eastside Hockey Manager, wo wir im Moment gerade auch auf meinem Kanal zocken. Und ich bin immer noch am Überlegen, mir den, wie nennt er sich, den Eishockey Manager 2020 zuzulegen. Er sieht gut aus, gefällt mir gut. Allerdings ist es 20% reduziert auf 23,99. Den werde ich vielleicht nächste oder übernächste Woche noch holen, und dann haben wir drei Eishockeyspiele und können wir vergleichen, was uns am ersten zusagt. Mir persönlich gefallen beide, also der Franchise Hockey Manager 7 und auch der Eastside Hockey Manager. Ich gebe zu, in der Vergangenheit war ich eher von dem Franchise Hockey Manager begeistert. Das hat mir besser gefallen. Allerdings ist der Eastside Hockey Manager, ich habe jetzt im Moment das Safe mit den Chicago Blackhawks, und wir haben jetzt dort auch schon fast 30 Teile, 30 Folgen aufgenommen. Das ist auch cool, also gefällt mir auch gut. Ist auch spannend, und ja, jetzt möchte ich halt hier mal in die Saison kommen und mal sehen, was wir hier reißen können mit den Bietigheim Steelers. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen in der zweiten Liga, wie es läuft, was machbar ist oder nicht machbar ist. Also, aber gut, es könnte spannend werden. Wir haben jetzt einen Kader, der, glaube ich, ganz solide ist. Haben ja auch gestern nochmal in der Vorbereitung, bei der zweiten Folge, haben wir ja zwei Spieler verpflichtet: Torhüter und den Stürmer. Und denke, mit dem Kader werden wir jetzt in die Saison gehen. Es gibt in der DL2 ja keinen Salary Cap. Das heißt, wir können im Prinzip ausgeben, haben auch noch Potenzial. Allerdings ist es eher schwierig, Spieler zu finden, die zu uns kommen wollen. Denn in der zweiten deutschen Liga, da wollen halt doch viele nicht so gern spielen, die zum Beispiel mal in der KHL gespielt haben. Schauen wir mal, was sich bis dahin getan hat jetzt. Wir sind mittlerweile am 8. September. Ich friere hier mich ab gerade, denn im Keller bei mir ist es eiskalt. Das gestern schon gesagt, passend zum Eishockeyspiel. Das Fenster mal größer machen. Passt jetzt. Ja. So, was gibt's Neues? Keine neuen Nachrichten. Rutschka von Boteslav zu Bad Nauheim. Also immer noch nichts Neues passiert. Ja, müssen wir weitermachen. Simulieren wir mal weiter. Es gibt relativ wenig Workshops auf Steam dazu. Und ich habe jetzt auch noch nicht wirklich eine Seite gefunden, ich meine im offiziellen Forum schauen, wo wir noch irgendwas runterladen könnten. Wobei, wie gesagt, mir geht es um die Wappen und um die realen Daten. Das haben wir. Die sind drin. Ich gebe es mal ein. Out. Auf The Park Baseball. Mal auf die Webseite von denen gehen. In der Community. Währenddessen wir hier weiter simulieren. Ich habe da mal einen Account gehabt, glaube ich. So, Mods. Franchise Hockey Manager Mods. Update List of Released Mods. Ja, der Grafik Megapack, den habe ich drinnen. Das ist aber als 5. All Leagues und Teams Mega. Ja, das haben wir alles. Historical Leech Logo Pack. Ja, das wäre noch eine Idee, dass wir irgendwann mal quasi mit den. Eine historische Simulation machen. Das heißt, wir anfangen mit der NHL im Gründungsjahr. Das möchte ich eigentlich auch machen, wahrscheinlich. Und dann natürlich auch noch die
das Replay der ab der Saison 92, 93 oder sowas oder 93, 94. Ich auch gestern schon gesagt, wo ich selber ja in der NHL eine Beschäftigung gefunden habe, die mir sehr gut gefallen hat. Damals auch noch zu Sega Mega Drive-Zeiten. Weil der ist mir einmal auf meinem Ofen. Ich hatte so einen Kachelofen oder so einen Standofen. Da hatte ich das Ding da oben stehen und dann hat es fast zusammengeschmolzen. Ist aber noch gegangen danach. Also, naja, das waren noch Zeiten. Ja, es gibt Jerseys von 1917 bis heute. Das wäre interessant. Zamboni, Soundpack Mod. Soundpack, so Fotopacks. Facegain, brauchen wir alles nicht. Ja, aber die Wappen wären ganz cool von 1917 an. Version 2. Ist eigentlich nicht für den FHM7, also Franchise Hockey Manager 7, aber trotzdem sollte man hinkriegen. So, wo sind wir jetzt? Am 13. September 2020. Das zieht sich natürlich, aber jetzt können wir hier mal wieder schauen, ob sich irgendwas ergeben hat. Natürlich langweilig. Ich könnte jetzt natürlich eigentlich auch irgendwie was anderes machen. Wahrscheinlich wird sich keiner dieses Video ansehen, was ich hier für einen Käse labere. Aber wir wollen ja uns auch über die Taktik dann unterhalten und schauen, was es Neues gibt. Ich finde Out of the Park, die Firma, sehr sympathisch. Sehr viele interessante Spiele. Gefällt mir super gut. Haben mir schon viele Stunden Spaß geschenkt. Und ich sag's nur jedem Idioten, der sich die Spiele irgendwo im Internet runterlädt, ohne was dafür zu zahlen. Wenn man überlegt, was man für einen minimalen Preis für die Spiele zahlt. Also ich glaube, das Out of the Park Baseball kostet im Moment 5 Euro oder sowas gerade. Und dafür kannst du aber stundenlang dich damit beschäftigen. Durch solche blöden Raubkopierer wird alles kaputt gemacht. Das möchte ich jetzt echt mal so erwähnen. Montag, 14. September. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen weiter simulieren. Ich denke mal so bis zum 20., 25. So lange können wir mal schauen. Also das von den Mods, das ist okay. Ich werde jetzt mal von den Bietigheim Steelers schauen, was es da Interessantes zu berichten gibt. Wir wollen natürlich wissen, was wir tun. Home Steelers, Bietigheim. So, ich will hier auf Wikipedia gehen. Bietigheim Bissingen, also da haben wir es. Ein Schlittschuhclub Bietigheim Bissingen. Dessen Eishockey-Profimannschaft Bietigheim Steelers seit der Saison 2007-2008 in eine GmbH ausgelagert in die zweite Eishockey-Bundesliga wechselte. Und eben seit 13-14 DEL2 heißt. Was gibt es von denen? Geschichte. Ja, es interessiert mich alles nicht. Bla bla blub. Bei der Neueinteilung der Liga zur Einführung der DEL 1994, ich weiß nicht, wo die DEL losgegangen ist, das ist der Wahnsinn, wurde der Bietigheim in die zweite Liga Süd eingeteilt, wo der Aufstieg 1997 in die erste Liga Süd gelang. Jedoch wurde die Mannschaft bei der Einführung der zweiten Eishockey-Bundesliga zur Saison 98-99 eine Klasse in die Liga, erste Liga Süd zurückgestuft. Ab 1999 gelang dann die Etablierung in der zweiten Bundesliga. Vor der Saison 2001-2002 wurde der Vereinsname in SC Bietigheim Bissingen Steelers umbenannt. Ab der Saison 2007-2008 wurde ein sportlicher Direktor eingesetzt. Das war Michael Kommer, auch ein ehemaliger DEL-Spieler.
Gesundheit, Entschuldigung. Achibu. Oh, jetzt haben wir das Kreuz verrissen beim Niesen. Oh, es ist eiskalt hier. Dann, in der Saison 2008-2009 gewannen die Steelers die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga und waren damit aufgrund des Rückzuges der Füchse Duisburg zum Aufstieg in die DEL berechtigt. Der Antrag zur Teilnahme an der Lizenzierung wurde jedoch kurzzeitig zurückgezogen, da die Heimspielstätte im Ellental nicht den Kriterien des 9000-Punkte-Plans erfüllte. Und mit den Betreibern der Porsche Arena in Stuttgart konnte man sich nicht einigen. Die Saison 2009-2010 verlief ebenfalls erfolgreich. Die Mannschaft wurde nach der Meisterschaft zum großen Teil zusammengehalten und erreichte in der Hauptrunde den vierten Tabellenplatz. Dann hat man in der ersten Playoff-Runde die Landshut Cannibals besiegt. Dann im Halbfinale gegen die Schwenninger Wild Wings verloren. '10/11 war es dann schwach, fast die komplette Saison auf dem letzten Tabellenplatz. Der bisherige sportliche Tiefpunkt der bisher erfolgsgewohnten Mannschaft. Nachdem aus 17 Spielen lediglich 3 Siege eingefahren wurden, wurde der Meistertrainer Christian Brittig entlassen und durch den Jugendtrainer Danny Held ersetzt. Der hat doch auch in der DL gespielt, oder? Danny Held? Danny Held, ja genau, wollte es gerade sagen. Sogar bei Kaufbeuren, aha. Bei mir um die Ecke rum, Kaufbeuren. Dieser konnte das Team noch in die Pre-Playoffs führen, wo aber 0-2 gegen die Staples Rosenheim dann verloren wurde. In der Saison 2011-2012 hoffte man wieder, um die Playoffs spielen zu können und verstärkte das Team mit PJ Fenton und Olivier Latendresse, wie auch immer man den ausspricht. Trotzdem befand sich das Team wieder am Tabellenende. Dann wurde auch Danny Held ersetzt durch Kevin Godet. Kanadischer Eishockey-Trainer, der ist mittlerweile bei den Tölzer Löwen. So, was war dann? Ist ja interessant. Dieser konnte das Team zwar nicht mehr aus dem Bereich der Playdowns retten und beendete die Saison auf dem 11. und drittletzten Platz. Die Playdowns konnten mit 14 Punkten in 8 Spielen trotz allen Befürchtungen erfolgreich beendet und ein drohender Abstieg verhindert werden. Den DEB-Pokal haben sie gewonnen. Zur Saison 2012-2013 wurde das Team mit dem Versprechen, dass man nie wieder in den Playdowns spielen will, verstärkt. Unter anderem holte er das Rodman-Brüderpaar und mit Joey Vollmer einen der besten Goalies der Liga. Aufgrund des NHL-Lockouts und der schweren Verletzung von David Rodman wurde zunächst Teiji Gagliardi von den Sharks ausgeliehen. Als sich dieser nach 8 Spielen und 10 Punkten beim Derby gegen die Heilbronner Falken ebenfalls verletzte und David Rodman noch nicht fit war, lieh man noch einen Erstrunden-Draftpick von 2008, Josh Bailey von den New York Islanders, aus. Das Team funktionierte nun besser, als es in den letzten Saisons lief und erreichte am Ende der Hauptrunde den ersten Platz. Im März 2018 kündigte die Spielerbetriebsgesellschaft Einsparungen für mindestens 300.000 Euro pro Saison an und gab in diesem Zug bekannt, sich am Ende des Spieljahres von Cheftrainer Godet zu trennen. In keiner Trainerära waren die Steelers erfolgreicher und haben sich in den 6 Jahren der Ära Godet als Spitzenteam der DEL2 fest etabliert. Godet hatte 2 DEL-Meistertitel, 2013 und 2015, geholt. 14 und 16 wurde man Vizemeister, 12 und 13 Pokalsieger. Zum Ende seiner Amtszeit führte er die Steelers nochmal zur DEL2-Meisterschaft. Okay, immerhin, also, das ist ja ein Top-Team. In der Saison 2018-2019 hielten die Steelers immer Anschluss an die Top 6 der Liga und beendeten die Hauptrunde auf dem 2. Tabellenplatz. In den folgenden Playoffs scheiterten sie im Viertelfinale an den Dresden Eislöwen mit 3-4. Am
am Saisonende verließen unter anderem der langjährige Spieler Markus Sommerfeld, Karriereende, sowie der bei den Fans sehr beliebte Sean Weller den Verein. Im Mai 2019 wurde die bereits in der Vergangenheit gelebte Kooperation für die Förderung von Nachwuchstalenten mit den Iserlohn Roosters verlängert. Iserlohn war übrigens bei der Bundeswehr damals in den 90ern. Also ordentlich gespielt eigentlich. Kader haben wir auch hier, interessiert uns jetzt nicht. Bedeutende frühere Mannschaften. Meister der DEL 2017, 2018. 2014, 2015. 2012, 2013. Schauen wir mal. Meister der zweiten Liga Süd. Da hat Danny Held selber noch gespielt. Vereinsinterne Rekorde. Was haben wir denn hier? Einer der herausragenden Spieler ist der Kanadier Craig Tipple, der insgesamt 6 Spielzeiten für die Profimannschaft aktiv war und dabei mehrere Rekorde aufgestellt hat. So ist er unter anderem mit 531 Punkten der erfolgreichste Scorer des Teams. Ebenfalls häufiger vertreten bei den Club-Rekorden ist sein Landsmann Darren Ritchie, der insgesamt 206 Tore erzielte und damit bester Torschütze ist. Ach, meine Nase juckt. Jetzt muss ich was trinken, sonst erfriere ich hier. Also bei den Spielen 952 hat René Schoofs absolviert. René Schoofs, der spielt immer noch in der DEL, auch immer noch bei den Steelers. Aha, haben wir den auch drin? Schauen wir gleich mal nach. René Schoofs. Das Schaf genannt. Sein Bruder Pascal ist ebenfalls ein professioneller Eishockeyspieler. Ja, aber es ist jetzt da. Jetzt sind wir eh schon am 24. Jetzt werden wir dann den Teil beenden. Ihr habt eigentlich nur den Screen hier gesehen und ich habe nur erzählt. So, Steelers, Rooster. Schoofs, da haben wir ihn ja. René Schoofs, Nummer 5. Career Starts. Gut, hat jetzt hier nur 2 Jahre gemacht. Okay, eigentlich ist er länger hier gewesen. Also das ist nicht ganz korrekt hier, muss ich jetzt mal anmerken. Aber ist auch nicht so schlimm. Wen haben wir denn hier noch drin? Tore, Schoofs 132, also recht viele, aber Darren Ritchie hier Nummer 1. Weitere bedeutende ehemalige Spieler, aber die und die Trainer und alles Mögliche erzähle ich euch morgen, wenn ich mich noch bewegen kann, mein Kälteschock hier. Das war also jetzt der dritte Teil. Nicht so spannend, aber wir sind in die Geschichte der Bittigheim Steelers eingetaucht und werden hier auch weitermachen. So, jetzt war's das. Servus und bye bye.